Yeah, Faultier ist 5. Wow, toll, super, das ist geil. Wow, unbedingt gucken. Wow, du willst es. Hallo YouTube, willkommen zu einer kurzen Folge Faultier ist 5. Das sollten 5 Minuten sein, in denen ich über alles labere, alles geekige, technische, nerdige, was letzte Woche so passiert ist. Da das aber nicht so viel war und ich auch nicht so viel Zeit habe, wird es wahrscheinlich ganz kurz vorbei sein, mal wieder. Also fangen wir direkt an. Das Highlight der letzten Woche waren wohl eindeutig die ganzen Google-Ankündigungen. Das 7-Inch-Tablet war ja schon lange drüber gemunkelt worden. Google bestätigt es, $199 wird es kosten. Zuerst natürlich nur in den USA, Kanada, Australien und im Vereinigten Königreich rauskommen, noch nicht bei uns. Schade eigentlich. Alle schreien mal wieder iPad-Killer. Ich sehe das gar nicht so. Ich denke mal, Google grenzt sich damit erst in erster Linie gegen Android und das Kindle Fire ab. Mir persönlich sind 7 Zoll leider zu klein. Natürlich für den Preis, da schlägt man zu. Hingewiesen sei an dieser Stelle auf so eine Sammelbestellung bei einem Schweizer Android-Blog. Einfach mal nach googeln. Die sammeln, die liefern dann auch nach Deutschland zu einem relativ günstigen Preis. 220, 230, irgend so viel Euro. Nächste Ankündigung von Google war der Apple TV-Konkurrent. Ja, da sage ich jetzt mal Apple TV-Konkurrent, weil es geht darum, dass ihr mit eurem Android-Gerät plus die Android-Geräte eurer Freunde zu Hause vernetzen könnt, mit so eurem Fernseher, und ihr könnt noch 2 Boxen anschließen. Das Ding ist ein bisschen teuer, hat aber Bluetooth, NFC und WLAN eingebaut, kleinen 25-Watt Audioverstärker für 2 Boxen auch. Muss man mal gucken, reißt mich nicht so vom Hocker. Dann natürlich die ganzen Software-Ankündigungen, die Updates für Android 4.1. Ja, ich werde es die Tage hoffentlich auch mal auf mein Galaxy Nexus ziehen. Dann die ganzen iOS-Updates. Ja, die sind durchweg positiv, auch noch ausbaufähig. Das war es eigentlich von Google an dieser Stelle. Apple hat aber auch sich was Nettes überlegt und haut mal wieder eine Patentklage gegen Samsung raus. Betrifft diesmal das Galaxy Nexus für den US-Markt, das mal wieder nicht verkauft werden darf. Ich lasse mich jetzt nicht darüber auf, dass ich das für total für einen Beutel halte, sondern, runde Ecken oder weil da irgendein XY-Patent, mit dem man ins Internet oder für das man einen Bildschirm entsperrt, verletzt wird, ist Schwachsinn. Wenn es was Richtiges ist, wenn Apple jetzt was entdeckt, einen euch ein Telefon rausbringt, was Seifenblasen machen kann, dann würde ich sagen, yo, das ist ein Feature, da haben die einzigartig. Wenn einer jetzt noch mit Telefon kommt, was auch Seifenblasen macht, ja, sehe ich ein. Aber nicht, wenn da einer kommt, ein Telefon rausfindet, bringt, mit dem man telefonieren kann, und dann sagt Apple, damit kann man telefonieren, das haben wir doch erfunden. Schwachsinn, aber ich reg mich nicht drüber auf. Kommen wir zu den Spiele-News. The Walking Dead, nicht nur eine Serie, sondern auch inzwischen auf der Xbox als Download-Spiel erhältlich. Version 1 habe ich schon gekauft, noch nicht angespielt, und Version 2, also der zweite Teil, ist rausgekommen. Nur so als Hinweis, wer es schon spielt und Zombie schnetzelt. Erzählt mir doch mal, wie es so ist. Max Payne 3, am 3. Juli kommt das erste von 8 DLCs raus. Ziemlich günstig am Anfang für $4,99 für Xbox und PlayStation. Der Trailer sah schon mal super aus. Ich werde natürlich nicht dann zum Spielen kommen, aber Technik-News, ich kündige es an. Schock für alle Sega-Fans. Sega zieht sich aus Europa zurück. Das heißt, keine großen Eigenproduktionen mehr hier. Wahrscheinlich konzentriert man sich mehr auf Apps, wie zum Beispiel die iOS-App von Sonic. Sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Schade, war eine schöne Zeit. Mal gucken, was die so noch bringen oder ob die jetzt nur noch App-Spiele rausbringen. Serie der Woche, ich habe es total vergessen. The Falling Skies, die US-Serie, ist hier inzwischen schon bei Episode 3 angelangt, in der 2. Staffel. Ich habe mir damals 10 Folgen der ersten Staffel an einem Wochenende hintereinander weg reingezogen, und es ist geniale Serie, Invasion der Aliens auf die Erde, ein paar Überlebende, die jetzt die Aliens bekämpfen und überleben wollen. Toll gemacht, die 2. Staffel. Ja, sie hat angefangen, nur mal so als Info, wenn es einer noch nicht mitbekommen hat. Ansonsten, wenn ihr die Serie nicht kennt und sie irgendwie sehen könnt, zwinker, zwinker, unbedingt mal gucken. Wirkliche Empfehlung. Das QWERTY-Hemd der Woche hat blaue Streifen und einen weißen Untergrund. Oder weiße Streifen und einen blauen Untergrund. Selbst gekauft, nicht von QWERTY gesponsert, weil auch gar nicht von QWERTY. So, das war's auch schon wieder mit den kurzen News hier heute am Sonntag. Faultier 5 Folge 35 ist vorbei. Schönen Start in die Woche, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und heute Abend Fußball-EM-Finale gucken. Ich drücke natürlich Spanien die Daumen und sage an dieser Stelle mal ein grandioses 3:0 voraus.